Was wäre, wenn wir alles absetzen? Wie kommst du darauf, einfach ohne mich zu entscheiden? Du warst ja nicht da. Ich finde das ziemlich gewagt. Ich kann einfach nicht aufhören, an ein zweites Kind zu denken. Für dich. Dora, du bist schwanger. Gehen wir jetzt neue Jeans kaufen? Dora, du musst uns ganz genau erzählen, was passiert ist. Scheidenpöbelchen ist schön. Ich will auch heiraten. Fahren wir nach Las Vegas? Klar. Wer soll sich ums Kind kümmern? Ich. Aber du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Sie ist behindert. Könnte man das nicht von vielen behaupten?